Oh, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu Ghost of Tsushima. Geht's heute weiter? Muss aber auf der Karte ein neues Schild haben. Da haben wir noch einen unentdeckten Ort. Ich würde mal sagen, wir reisen hier hin. Oder erst dahin. Nehmen wir die erstmal. Die Geschichte von Shinsei Sekaba. Lotta Sora! Schon hier lang. So, dich brauchen wir. Können wir dich einsammeln? Nein, schade. Können wir nicht. Ich dachte, er würde was bringen. Also da noch. So, überhaupt hier, da brauche ich zwei Stück. Ach, da haben wir einen Fuchs. Nehmen wir den Fuchs mal hinterher. Ah, cool. Was ist der Fuchs denn?
der grünen Bogen. Aber da ist auch noch was. Hey! Hör mal, du bist da vorne, alles klar, aber den will ich noch umbringen. Dann muss ich auch noch umbringen. So, jetzt kann ich dich befreien. Gott, still. So viele tapfere Samurai starben in Komoda. Wieso lebt ihr noch, mein Herr? Ihnen geht man nicht, mein Herr. Sie kontrollieren jede Straße in diesem Gebiet. Haben sie euch so erwischt? Ja. Ich ging auf dem Weg und sie lagerten in der Nähe und warteten auf Reisende. Versteckt euch in der Wildnis, bis ich die Straßen geräumt habe. Gebrochene Samurai. Also das da, das war ein mongolisches Gebiet. Wo bin ich? Ich bin doch hier drüben und will dahin. Erstmal. Aber ich wollte noch hier geguckt haben. Wenn es noch gibt, da muss ja irgendwas geben. Oh. Ja. Sonst kann man ja hier nicht hoch und runter klettern. So. Muss ja irgendwas geben. Und die Frage was? Fuchsbogen? Noch ein Fuchsbogen. Hm. Oh, jetzt Glück. So viele Fuchsen. Oh, noch ein Freund. Hm.
muss der Punkt ziehen. Wo ist der Vogel hin? Das ist ein goldener Vogel. Goldener Vogel weg. Ah. Was fehlt mir eigentlich? Oh, da ist noch was. Also halt über die Brücke müsste ich da ja erstmal drüber, glaube ich. Nein, nicht herunterspringen. Was machst du denn da? Haben wir einen goldenen Vogel irgendwo? Man sieht ihn aber nicht. Das Yoshi-Heilbad. Vielleicht weiß jemand im Gasthaus, wo ich Sensei sch... Ach, das Heilbad. Aha. Wir gucken doch gerne erstmal hier. Ein Samurai. Er lebt? Natürlich lebt der Samurai. Der Dieb stellt dich jetzt erstmal aus. Oder was? Der braucht ja alles ja nicht, oder? Schon klar hier. Nur Vorräte. Gut. Aber erstmal die Blumen. Ich suche nach Sensei Ishikawa. Ich dachte, er fiel bei Komoda. Nein. Wo ist sein Dojo? Durch den Wald. Ich zeige euch den Weg, mein Herr. Und dann verfolgen wir dich. Komoda gekämpft? Nein. Er kaufte am Tag vor der Invasion in der Stadt Vorräte ein, hat aber kaum ein Wort gesagt. Er war schon immer sehr schweigsam. Mein Herr, sind die Geschichten über Sensei Ishikawa wahr? Welche Geschichten? Versenkte er wirklich ein Schiff mit nur einem Pfeil? Nicht das Schiff, aber ein Piratenkapitän vom Strand aus. Die ganze Flotte nahm Reißaus. Mit so einem Schützen legt man sich nicht an. Verdient ihr den Tod? Doch hoffentlich nicht. Dann droht euch nichts vor die Ishikawa. Das Dojo des Sensei ist dort auf der Klippe. Danke. Ich finde es schon. Noch eine Frage, mein Herr. Warum gab der Sensei seinen Posten als Bogenmeister des Nagao-Clans auf? Das weiß niemand. Warum verlässt man die Dienste eines großen Herrn? Hierfür.
Tja, gute Frage. Da geht ein Weg hoch. So. Wie ich das sehe. So. So. Sensei Ishikawa's Dojo. Was macht es? Weiß man jetzt noch nicht. Dann lassen wir noch so, wie es ist. Hier gab es einen Kampf. Ich sehe mich mal um. Jemand wurde verwundet. Der Pfeil wurde entfernt. Getrocknetes Blut. Der Kampf ist länger her. Dann geht's dann wieder raus. Das haben wir da. Blutige Fußspuren. Das Opfer oder der Angreifer? Vielleicht ist der Sensei in seinem Haus. Aber wo lang? Schon seinem Haus. Da drüben vielleicht. Ein bescheidenes Heim für einen Samurai. Bleibt stehen! Sensei Ishikawa. Das Sakai's Sohn. Ihr habt Komoda überlebt. Euer Bogen hätte uns genützt. Ich war auf dem Weg, als Banditen mich angriffen. Erwartet ihr, dass sie wiederkommen? Ein Samurai lässt sich nicht überrumpeln. Mein Beileid wegen Fürst Shimura. Er war ein guter Mann. Er lebt. Als Gefangener der Mongolen. Dann ist noch Hoffnung. Deswegen bin ich hergekommen. Hilf mir, ihn zu retten. Ich kann nicht. Mein Lehrling wird vermisst. Geschickt den Bogen schießen. Ich suche mit euch. Und ihr beide helft mir, Fürst Shimura zu retten. Dann strengt euch an, Sakai. Kann auch spannend werden. Die Geschichte von Sensei Ishikawa. Wer hat Komoda sonst noch überlebt? Das weiß niemand. Gibt es noch andere, die kämpfen können? Außer uns? Das weiß ich noch nicht. Dann findet es schnell heraus. Allein können wir euren Onkel nicht befreien.
Ich kann helfen, euren Schüler zu finden. Ich kann Tomoe auch allein finden. Tomoe? Meine Frau? Aus welchem Clan? Kein Clan. Eine Bäuerin. Doch sie schießt besser als jeder Samurai. Selbst als ihr, Sakai. Unsere letzte Begegnung ist 10 Jahre her. Ihr kamt als Schüler zu mir. Ihr erinnert euch? Ich erinnere mich fast an alle, die ich ablehne. Stattdessen nahmt ihr Tomoe als Schülerin auf. Ihr hattet Talent. Tomoe ist ein Wunderkind. Mongol! Greift an! Sie kämpfen wie betrunkene Tanuki. Den Komoda kämpfen sie gut genug. Selbst ein Tanuki fängt einen schlafenden Tiger. Können wir was sammeln? Sammeln können wir hier noch nichts, glaube ich. Vorräte haben wir da doch. 2 Vorräte. Erbarmungslos. Tomoes Spur geht hier weiter. Kommt! Die Mongolen haben vor Nakayama. Bestimmt kam die Patrouille von dort. Nicht weit von den heißen Quellen. Die Stadt wird als nächstes fallen. Hier ist etwas passiert. Ein Hinterhalt. Seht euch um. Blut. Aber nicht viel. Dann starb niemand. Ein japanischer Köcher. Ein Geschenk für meinen besten Schüler. Reis und Hirse. Unberührt. Ein Überraschungsangriff. Ich fürchte Schlimmes. Tomoe hätte diesen Köcher nie zurückgelassen. Es sei denn, sie wurde verfolgt. Oder gefangen. Wozu? Verhöre. Folter. Oder Schlimmeres. Dasselbe tun sie vielleicht Fürst Shimura an. Angst ist eine Waffe, Sakai. Lasst die Mongolen sie nicht gegen euch richten. Eure Schülerin, wohin würden sie sie bringen? Vor Nakayama. Das Vor ist ganz nah. Ich hätte mit euch in Komoda kämpfen sollen. Es war besser so. Dort starben genug. Wieso verloren die Samurai? Die Mongolen kämpften wie Tiere. Falsche Antwort. Ich sah es mit eigenen Augen. Ein Schütze zielt nicht mit den Augen, sondern mit Körper, Wille und Geist. So. Wartet kurz. Wir müssen reden. Was ist los, Sensei? Dieser Bogen war ein Geschenk von Fürst Nagao vor langer Zeit. Eine beeindruckende Waffe. Aber natürlich. Und es gibt nichts Schmerzhafteres als ein perfekter Bogen in plumpen Händen. Dann ist es gut, dass ihr ihn mir gebt. Wer sagte etwas von geben? Wer weiß, dass ihr gut schießt. Und ich borge ihn euch. Testet ihn, bevor wir in die Schlacht ziehen. Optionen. Ja, haben wir ja. Verbesserung ansehen können wir jetzt noch nicht. Da können wir mal. Oh, da sind nicht mehr viele Vorräte. Okay. Okay. Zielt auf die Lampe, die uns am nächsten ist. Am nächsten ist.
Jetzt auf die etwas weiter entfernte. Links. Nicht schlecht. Mal sehen, ob er auch die ganz hinten trifft. Wie fühlt er sich an? Wie für mich gemacht. War er aber nicht. Also gebt gut darauf Acht. Gehen wir. Okay. Können wir hier noch Feuer einsammeln? Oder sind wir in der Ort? Ein solcher Bogen hat uns in Komoda gefehlt. Es ist ein guter Bogen. Doch nicht Waffen erringen Siege, sondern Krieger. Ihr kennt die mongolischen Feuerwaffen nicht. Und sie haben noch nicht gesiegt. Nichts. Bleibt dicht bei eurem Sensei! Ach, da ist er. Da ist er, ja. Sensei. Vor Nakayama. Hoffentlich ist eure Schülerin dort drin. Von dort oben können wir ihre Abwehr besser sehen. Diese Stelle ist perfekt. Ich schleiche rein und öffne das Tor. Dann schlagen wir zu. Stürmt er immer mit halboffenem Hakama in den Kampf? Habt ihr eine bessere Idee? Geduld, Sakai. Die Mongolen werden einen Suchtrupp nach der Patrouille entsenden. Wenn die Tore aufgehen, schlagen wir zu. Je länger wir warten, desto länger ist Tomoe in Gefahr. Sie kommt schon zurecht. Betrachtet das Schlachtfeld. Was können wir zu unserem Vorteil nutzen? Moment mal, sorgen das da. Hornissennester. Ein Schuss dürfte sie aufscheuchen. So bekommen die Mongolen Insektenstiche und Pfeile ab. Die roten Fässer. Diese Fässer könnten Schaden anrichten. Wir werden sehen. Ein Pfeil in diese Hängelampen und es sprühen Funken. Die Feuer entfachen. Sie haben viele Schützen. Sie sind gut, aber wir sind besser. Wenn die Tore aufgehen, lenkt den Feind ab und lasst Pfeile auf ihn regnen. Dann stürmen wir das vor. Und befreien Tomoe. Gut. Jetzt warten wir. Sie öffnen die Tore. Wartet auf mein Signal. Machen. Jetzt schickt sie zu ihren Vorfahren. Ja, auch so. Du gehst mal auf den Dach.
Sind noch mehr. Nicht mehr lange. Suchen wir Tomoe. Oh, Motor Optionen. Und Optionen halten. Ich finde die voll gut. Der sich wieder der Fett der große Zwerg. Tja, das funktioniert heute nicht so, wie ich mir das geplant habe. Also nochmal. Ne, schielen wir lieber von oben. Glaube ich. Thank you.
nicht so. Das konnten wir nicht nutzen. Also da sollte man nicht reingehen. Nicht unbedingt. Anführer getötet. Cool. Erledigt. Die Vorräte nehmen wir auch. Tote Gefangene. Gefesselt. Mit Pfeilen getötet. Tomoe ist nicht... Wartet. Dieser Anhänger gehört ihr. Vordurchsuchen! Untersuchen wir mal alles. Vielleicht finden wir was. Neun Boot. Neun. X9. Jemandes Privatquartier. Ein Frauenkimono. Tomoes Kimono. Sie haben sie freigelassen. Wieso? Ich würde mal sagen, sie ist nur verrückt holen. Darum. Nichts. Hier ist nichts. Wir kommen nicht hoch. Okay, okay. Da kommen wir so nicht rein. Eine Schriftrolle. Bogenkunstbegriffe ins Mongolische übersetzt.
Euer Name wird erwähnt. Sie hat meinen Weg des Bogens gelehrt. Minimus. Ein Vogelturm. Aber sonst... Hier drüben noch. Vielleicht liegt da was oben. Dann weiß es nicht. Tatsache. Das sind japanische Pfeile. Das sind Tomoes Pfeile. Seid ihr sicher? Diese Kerbe aus Hirschgeweih, das lehrte ich sie. Und diese geschwungenen Seeadlerfedern. Dann nahmen die Mongolen ihr die Waffen ab. Die Schüsse sind eng beieinander. Kein Mongole schießt japanische Pfeile so geschickt. Dann ließen sie sie einen Bogen benutzen. Hört ihr das? Mein Überlebender. Hilfe! Bitte! Und da hinten. So kalt! Wir suchen nach einer Frau, einer Schützin. Die Mongolen sperrten sie mit uns ein. Dann ließen sie sie frei, gaben ihr Rüstung und Bogen. Sie tötete meine Frau und die anderen. Die Toten von vorhin. Sie demonstrierte dem Feind ihr Können. Und er hat sie rekrutiert. Bitte. Es tut so weh. Lasst mich nicht zurück. Ich habe genug gesehen. Gehen wir. Okay. Ja. Hätte sie töten sollen. Sensei? Tomoe hat ihre Freiheit erkämpft und hilft jetzt den Mongolen. Was ist passiert? Ich habe sie zu sehr gedrängt. Wie gedrängt? Was verheimlicht ihr? Sensei! Ich verlange eine Antwort. Sie griff mich an. Nicht die Banditen. Tomoe. Wieso? Sie begreift nicht, was es heißt, Samurai zu sein. Euretwegen wählte sie die Mongolen. Verurteilt mich nicht. Lügt mich nicht an. Ich darf Tomoe, den Feind, nicht meinen Weg des Bogens lehren lassen. Dann halten wir sie auf. Das ist mein Kampf. Ich brauche eure Waffen nicht. Nein, ihr braucht mich. Es sind Krieger, die Siege erringen. Nicht Waffen. Fürst Shimura hat euch gut gelehrt. Wir jagen Tomoe gemeinsam, aber auf meine Art. Und wenn die Zeit kommt, werdet ihr mir helfen, meinen Onkel zu retten. Ihr habt mein Wort, Sakai. Ich bereite mich auf die Jagd vor. Wenn ihr so weit seid, kommt zum Dojo. Allein retten wir meinen Onkel nicht. Es müssen sich uns noch mehr anschließen. Findet Fürstin Masako Adachi. Falls sie noch lebt. Sie gehört zu den besten Kriegern der Insel. So, das war's. Von Sensei Ishikawa. Rekrutierung Sensei Ishikawa erledigt. Wenn es euch soweit gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen. Das hilft mir beim Kanalaufbau. Und wenn ihr auf dem neuesten Stand bleiben möchtet, auch, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. So, gucken wir mal, wie viele Punkte haben wir? 2. Perfekte Parade. Werde ich mir ja sagen. Oder das Ausrüsten, Rollen.
Nein, das Rollen nennen wir nicht möglich. Ich kann den Bogen jetzt verbessern. Alles klar. Oder Schwert verbessern, ja. Dafür müssen wir eine Schnellreise machen. Aber Schnellreise ist noch nicht aktiv. Ja, ja. Das machen wir als nächstes. Von da nach da, aber ich muss ja erstmal in den goldenen Tempel. Ich kann keine Schnellreise machen. Genau. Falkenstein. Fallenstein. Das hilft mir auch nicht viel. Das geht dann in der nächsten Folge weiter. Wie schon gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen. Das hilft mir beim Kanalaufbau. Und wenn ihr auf dem neuesten Stand bleiben müsstet, auch gerne ein Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.